Zettler. Hallo, Katka. Und hallo, Abraxe. Wie geht's euch? Ja. So, soweit alles gut hier, glaube ich. Diesmal habe ich auch die Einstellungen überprüft. Der Sound ist richtig eingestellt, dass das Spiel starten dürfte diesmal. Schauen wir mal. Fangen wir gleich mal an. Ich habe gestern schon ein bisschen gespielt, ein bisschen viel. Und es ist schon echt ein lustiges Spiel. Fall Guys. Takeshi, ich werde trotzdem weiter Takeshis Castle Party nennen. Es ist so ein bisschen Mario Party, so Takeshis Castle mit einem Hauch Mario Party. Erinnert vom Stil her aber eher an Splatoon eigentlich. Es ist Takeshis Splatoon Party. So werden wir das nennen. Hi Mr. Skyline, wie geht's? Wo bist du im Urlaub gerade? Okay, das hier. Deswegen Takeshis Castle. Das Spiel, das Minispiel, ist wirklich 1:1 aus Takeshis Castle. Nur immer zwei Türen, später nur eine Tür von all diesen Türen ist echt. Man muss einfach dagegen laufen und schauen, welches, oder? Das ist doch genau ein Takeshis Castle Spiel. Nur das, glaube ich, bei Takeshis Castle waren die immer alleine, oder? Bei diesen Dingern. Hier ist halt alles immer im Rudel. Ah. Das ist natürlich mies. Vor allem jetzt hier durch die verstopften Türen durchkommen. Ist natürlich immer super mies. Ah, ich nehme einfach die da. Da geht sie nicht ganz so zu. Die wacky Physik trägt viel zu dem Humor in diesem Spiel bei. Weil man sich einfach immer gegenseitig anstupst und anpufft und durch die Gegend wirbelt und gegen Türrahmen springt versehentlich. Komm schon, unter die ersten 44. Das schaffe ich. Das sind im Leben 44 vor mir. Ja! Das ging schnell. Das ging flott diesmal. Ach, arbeitsbedingt seit Januar in Brasilien. Ach was. Durch Corona ein paar Monate länger. Aha, alles klar. Und, wie ist es so für dich? Ich werde nie verstehen, warum die Serie abgesetzt wurde. Takeshis Castle, ich weiß auch nicht genau. Vielleicht zu menschenverachtend teilweise. Ich bin mir nicht sicher. Man könnte ja die Spiele teilweise ein bisschen anpassen, dass sie nicht mehr ganz so teilweise manchmal manche nicht so entwürdigend sind. Ich meine, wenn die Gerüchte stimmen, die man so hört, war das für eine japanische Spielshow eh ziemlich gediegen alles. Die Einschaltquoten waren wahrscheinlich. Ja, im Endeffekt wird es genau daran liegen. So, hier rotiert alles. Das ist nicht so schwer. Es gibt ein paar Parcours, die finde ich echt schwer. Oder einen zumindest, den ich wirklich schwer finde. Alle anderen hat man eigentlich schnell drin, finde ich. So. Konzentration an der Stelle ein bisschen. Kein Problem. Und auf zum letzten Hindernis. Den Bällchen. Yippie! Ballett. Genau. Aber so eine Sendung wie Takeshis Castle, glaubt ihr, das wäre noch erfolgreich? Glaubt ihr, das könnte man nochmal machen, wieder neu aufziehen? Weil das war schon echt lustig, oder? Vielleicht, wisst ihr, was echt sein könnte? Das soll jetzt gar nicht zynisch klingen, sondern ist ganz realistisch. Weil Takeshis Castle ist doch eher so ein Nachmittagsprogramm irgendwie.
Und das, was jetzt zurzeit so nachmittags läuft, erreicht wahrscheinlich ähnlich gute und vielleicht sogar bessere Quoten mit minimalen Kosten. Da gibt es quasi keine Kosten. Diese ganzen Reality- oder semi-casted-scripted Reality-Shows, die da so laufen, kosten halt quasi gar nichts und haben ziemlich gute Quoten. Und bei Takeshis Castle hat man doch ziemlich Ausgaben. Man muss das alles aufbauen, man muss das instand halten, man muss das warten. Das lohnt sich vielleicht einfach nicht. Oh, ich hasse dieses Spiel hier. Eier holen, Eier sammeln. Mein Team liegt bei diesem blöden Minispiel immer eine Minute und 50 Sekunden lang vorne und dann plötzlich, bam, verlieren wir alle unsere Eier. Dabei hat doch Oliver Kahn schon kosmetisch, wollte ich schon sagen, prophetisch vorausgesagt, dass wir mehr Eier brauchen. Da hat er wahrscheinlich an das Minispiel von Fall Guys gedacht, als er das gesagt hat. Vermute ich zumindest stark. Recht hatte er. So, die Eier in der Mitte sind weg. Jetzt heißt es, Eier aus den feindlichen Nestern klauen. Was gar nicht so leicht ist, weil mit einem Ei in der Hand ist Springen echt limitiert und man kommt kaum über diese... Geht nur mit Anlauf und dann halten einem natürlich die anderen immer fest, dass man die feindlichen Eier nicht klauen kann. Nein, wo ist mein Ei hin? Habt ihr das gesehen? Mein Ei hat sich aufgelöst. Ich hatte doch ein Ei. Wo ist es denn hingepufft? Ich will eigentlich das goldene Ei, aber ich krieg's nicht hin. Au. Jetzt geht doch mal weg. Lass mich doch eure Eier klauen. Die Gelben bewachen ihre Eier zu gut. Ich glaube, ich gehe jetzt zu den Blauen. Ach so, wir sind die Blauen. Nee, warte, wir sind die Roten. Oh Gott, wir haben ein Problem. Ich glaube, das wird nichts mehr. Ich glaube, wir scheiden aus. Aber ich komme aus dem gelben Nest, Mensch. Guckt euch das an. Unsere letzten paar Eier klauen die uns auch noch. Das ist nicht nett von denen. Na, warte mal, der hat unser Goldei. Leute, ich glaube, das Problem ist, dass bei uns keiner verteidigt. Bei uns ist hier freie Bedienung. Das geht irgendwie mal nicht. Stehen bleiben, du da. Hey! So ein Arsch. Ich will nur unser Goldei wieder. Dann bin ich auch schon weg. Nein. Oh Gott, wir haben 4 Eier in unserem Nest. Holy shit. Ja, ich habe das Goldei. Raus damit. Das nimmt den ganz viel Punkte, wenn ich es noch rausschaffe. Nein! David. Von Rot hat keiner gedefft, ganz genau. Alle waren Eierklauen und keiner hat Eier verteidigt. So kann's gehen. Keine Tanks in der Basis zu Hause. Hi Lucario, hallo. Na dann, nächste Runde. Ich finde, die Rennen machen mir echt am meisten Spaß. Es gibt ein paar Minispiele, die gefallen mir nicht so gut. Zu denen kommen wir bestimmt noch. Und ein paar sind schon echt ziemlich spaßig. Ein paar machen schon wirklich Spaß. Die Rennen sind eigentlich alle gut. Die mag ich immer. Außer das hier. Nee, Quatsch. Das finde ich auch witzig. Ich bin schon gespannt, weil jetzt haben die quasi das Spiel rausgebracht. Es war ein Riesenerfolg. Jetzt haben sie die Userbase. Ich bin schon gespannt, was da an Content jetzt hinzugefügt wird in den nächsten Monaten und so. Weil das könnte ein richtig, richtig tolles Partyspiel werden. Mit ein paar zusätzlichen Mechaniken und mehr Minispielen und mehr Abwechslung. Das könnte richtig, richtig spaßig werden. Also, es ist schon wirklich spaßig, aber ja. Da sehe ich viel Potenzial noch in dem Spiel. Ich springe hier absichtlich nicht drüber, in der Hoffnung, dass mich die Dinger nach vorne katapultieren. Aber so richtig will es diesmal nicht gelingen. Aber gut, passt schon. Nein, ich will doch an die Kante. Ich werde hier tot getrampelt von den Eiern. Also nicht nett. So. Gut. Die beiden Ventilatorhindernisse gut gemeistert. Jetzt kommt noch eine sehr gefährliche Stelle. Da kann man noch viel Zeit verlieren. Alles gut. Und wenn ich jetzt hier ein super schwieriges Manöver schaffe, dann bin ich wieder vorne mit dabei. Ah, das war nix. Ich versuch's nochmal. Man kann nämlich hier super gut abkürzen, aber es ist super schwierig. Nee. Ich versuch's einfach nochmal.
Wirklich? Bin ich mir da ganz sicher? Einmal noch. Da muss ich den sicheren Weg gehen. Mist. Okay, gut. Wir sind gelandet, immerhin. Nein, es gibt's doch nicht. Okay, gut. Ich gehe jetzt den anderen Weg. Es hilft nichts. Damit ich wenigstens noch unter die ersten 42 komme, hoffentlich. Nein! Oh Gott. Okay, der Weg ist bestimmt besser. Ich bin echt noch nie den linken Weg hier gelaufen, fällt mir gerade auf. Total komisch. Ah, das ist ungünstiges Timing. Jabba! Okay, gut, geschafft. Puh. Hätte ich sogar noch ein paar Mal versuchen können, das Manöver. Das Riesenventilator-Manöver. Aber lieber auf Nummer sicher gehen. Oh, die letzten drei. Oh, bei den beiden da hinten wird es ein ganz schönes Rennen. Jetzt sehen wir es leider nicht mehr. Ach, schade. Der Kaktuskerl und der Wolf waren wirklich auf Augenhöhe. Nur einer von beiden hat es jetzt geschafft in die nächste Runde. So. Yay! Und? Bill macht aber spannend. Ach, schon wieder das. Ja, das kennen wir schon. Aber wie gesagt, Rennen mag ich alle. Das finde ich gut. Die dürfen sich ruhig wiederholen. Oh, hi, Zakorak. Habe ich jetzt erst gesehen, dass du auch da bist. Hallo. Ich war so vertieft in die Eierjagd. Da habe ich die Kommentare ganz übersehen. Ja, erster. Oh. Okay, das geht noch. Weiter. Wenn man sich so ein bisschen vom Rudel absetzen kann, ist es auch alles viel leichter. Weil die wirkliche Schwierigkeit sind meistens die anderen Spieler, die einem rumschubsen und an denen man halt abstößt und rumwobbelt. Wenn man ein bisschen alleine unterwegs ist und ein bisschen Bewegungsfreiheit hat, dann geht es in der Regel auch alles ein bisschen leichter. Mist, das hört sich natürlich nicht gut. So. Zeppel übersieht den Zakorak, weil er nur Eier im Kopf hatte. Ja, genau so war's. Vor allem die goldenen. Wisst ihr, was ich hier in diesem Bildschirm voll super fände? Unten sind doch diese kleinen Stäbchen, gegen die die Spieler fallen, die Ausgeschiedenen. Ich finde das so schön, wenn die Kamera die ausgeschiedenen Spieler verfolgen würde und die können dann unten wirklich in so kleine Kammern fallen, wo vielleicht sogar Belohnungen drin sind. Dass man als Ausgeschiedener noch die Chance auf irgendein nettes kleines Goodie hat. Das fände ich total schön, das finde ich ein total schönes Gimmick. Hoffe, sowas bauen die noch ein. Ich bin dafür. Oh nein, nicht schon wieder. Was ist denn jetzt? Schon wieder Eierjagd. Ich mag das Eiergerangel nicht. Aber diesmal bleibe ich in der Defensive. Außer wenn alle in der Defensive bleiben. Außer wir führen ganz schnell ganz viel, dann sollten vielleicht eh alle in der Defensive bleiben. Schauen wir mal, wie es läuft. Nein, ich will nur ein Ei nehmen. Okay. Da ist noch ein Goldei. Ja, nimm's. Ich block den. Hier bleiben. Roter. Oh nein, jetzt habe ich den Blau. Jetzt, okay. Du bleibst hier. Du nimmst uns nicht das Goldei. Haltet ihn. Der will in unser Nest.
Hier kommt keiner lebend raus. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Nein, 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 nein. Das bringen wir schön wieder zurück, das Goldei. Das kriegt ihr nicht. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Es funktioniert ganz gut. Oh, ich werde attackiert hier. Nein, 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 du bleibst hier. Nein! Oh Gott, shit. Kann das bitte irgendwer... Nein! Haltet ihn! Shit. Oh, oh Gott. Okay, ich habe das falsche Ei. Ja, nein! Mir sind hier zu wenig Blaue bei der Jagd nach dem goldenen Ei. Nein, habt ihr das gesehen? Nein, das ist ja voll gemein hier. Jetzt ist es ihnen voll ins Nest gefallen. Einfach so reingeglitscht. Ich hab's. Nein, nur noch 4 Sekunden. Ich glaube, wir sind... Ja, okay. Wir sind drin. Okay, cool. Hallo, Fattets. Wie geht's? Die Idee hatte ich auch schon, dass wenn man fliegt... Dass wenn man nach unten durch die... Genau, wie so ein Pachinko-Automat. Mir ist der Begriff nicht eingefallen, aber genau das meine ich. Das würde so gut passen. Die haben das schon so designt, als wär's so einer. Da fehlt nur noch... Unten die kleinen Belohnungskammern. Das wär super lustig, finde ich. Oh, das mag ich zum Beispiel nicht gerne. Ich mag diese Spiele nicht, wo man hauptsächlich rumsteht und wartet. Ich mag diese Action-Spiele ganz gerne, aber das hier ist ein bisschen langweilig, finde ich. Da kommen einem die 2 Minuten vor wie 5 Minuten. Aber eigentlich wartet man die meiste Zeit und geht einen Schritt nach links und dann einen Schritt nach rechts und dann hüpft man mal. Das könnte ein bisschen mehr Action verbrauchen. Ich finde, da dürfte ruhig von Anfang an die Geschwindigkeit der Blöcke ein bisschen höher sein. Hey, nicht schubsen. Wir sitzen ja alle im selben Boot. Der Captain ist ein Schubser, vor dem muss ich mich in Acht nehmen. So wird der Schubser zum Geschubsten. Ich bin irgendwie umgefallen. Gemeinheit. Au. Zusammengestoßen in der Luft. Gefährlich. So. Ende gut, alles gut. Hi, Desert Railgun und hallo Landsquid Birdrider, das ist da. Ja, wie gesagt, das Minispiel ist ein bisschen, oder? Da fehlt so ein bisschen das Feuer. Oh oh, ich glaube, es geht schon Richtung Finale. Ah, einer ist nur ausgeschieden. 12 übrig, dann könnte jetzt noch ein Teamspiel kommen vor dem Finale. Mal schauen. Wahrscheinlich kommt jetzt nochmal 2 Teams, irgendwas, Fußball oder so. Und dann... Ah nein, Finale. Das Finale hier habe ich noch nie gewonnen. Und ich habe nicht vor, heute damit anzufangen. Im Grunde lösen sich einfach nur die Plattform unter unseren Füßen auf. Wir dürfen nicht zu lange draufstehen und wer ganz runter in den Schleim fällt, ist disqualifiziert. Man muss so lange wie möglich oben bleiben. Oh oh. Na,
nein, gleich mal ein Stück weit übersprungen, überfallen. So kann es gehen. Bleib jetzt einfach mal hier hinten in meinem Eck. Geh weg, Baseballspieler. Wir nehmen uns nur gegenseitig die Bodenkacheln weg. Ich glaube, das ist auch ein bisschen Sinn der Sache. Aber trotzdem. Oh oh. Unter mir ist auch nicht mehr viel. Ah, Mist. Nein. So ein Käse. Oh, das sieht gemein aus. Ja, okay. Ich bin noch im Rennen. Wow, das war gerade. Huh. War das gerade? Ja, nein. Huh. Yeah. Gewonnen. Yeah. Mhm. Da fällt mir die Sonnenbrille zurecht ins Gesicht aus Versehen. Ich bin der Fall Guy. Nennt man das so? Ist der Gewinner der Fall Guy? Ich glaube, alle sind Fall Guys, oder? Auf jeden Fall habe ich die Krone. Das ist in dem Spiel eigentlich echt ganz nett, weil wenn man gewinnt, kriegt man die Krone. Und die ist quasi auch gleichzeitig Währung. Da kann man sich ganz spezielle Items dafür kaufen, für Kronen. Das finde ich eine coole Idee. Besser als Winner Winner Chicken Dinner und man hat nichts davon, außer diese Anzeige. Ausrüsten, eine neue Farbe. Na, ist auch nicht schlecht. Cool. Haben wir zwei Kronen, noch eine Krone, dann kann ich mir die Eulenhosen kaufen. Das Eulenoberteil konnte ich mir schon leisten gestern. Aber ohne Eulenhosen ist es einfach nicht das gleiche. Mit dem Trainingsanzug schon am besten bis jetzt. Okay, machen wir mal ein Spiel mit der neuen Farbe, die ist cool. Die Finale für mein... Meinst du jetzt, dass das Finale ist für meinen Geschmack zu lackbasiert, schreibt Katka. Also das jetzt gerade, wo man so runterfällt, ja, das stimmt schon ein bisschen, weil man schwer einschätzen kann, wo man hinfällt, das stimmt. Und im Endeffekt entscheidet sich sie immer auf der untersten Stufe. Ich habe schon mal drüber nachgedacht, ob ich mich gleich von Anfang an absichtlich auf die unterste Stufe fallen lasse und da einfach schon alles ausdünne, bevor die anderen überhaupt kommen. Aber das ist halt zeitlich, na, schwierig. Kann mir halt der Boden ausgehen, bevor die anderen kommen. Das weiß man nicht. Aber ich habe das Gefühl, lange oben bleiben bringt irgendwie fast überhaupt nichts. Ich mag auch, aber eigentlich finde ich es ganz nett. Aber das Rennen zur Krone gefällt mir schon besser. Da hat man einfach irgendwie mehr Kontrolle über das Ganze, das stimmt. Gibt es eigentlich noch ein Finale? Fällt mir das gerade nicht ein? Ich glaube, es gibt bis jetzt nur das Rennen zur Krone und das da, oder? Nee, warte mal, wir hatten auch schon so einen Schwanzfangen. So ein wer kann den goldenen Waschbärschwanz am längsten halten? Das gibt's auch noch. Hallo, Flatbrain Check Airs, wie geht's? Ich schaue mir gerade deine alte Nier-Reihe an. Oh, das ist das allererste. Nein, das stimmt nicht. Das allererste ist eine Let's Play-Reihe, die ich gemeinsam mit Merlin zu Resident Evil 1 gemacht habe. Aber da ist der Ton so kacke, vor allem bei der ersten Folge, die kann man fast nicht mehr gucken. Aber dann habe ich gleich Nier gemacht. Das sich in den letzten 3 Jahren wirklich in allen Bereichen extrem verbessert. Sehr gut. Dankeschön. So soll das sein. Wie gesagt, das war das erste Mal, da fühlte ich mich auch noch sehr unwohl dabei, diese Let's Plays zu machen, das zu kommentieren und so. Das war auch noch für mich auch ganz anders.